Konflikte im neuen Jahr. Ich begrüße dich von ganzem Herzen hier in meinem Meer der Hyazinthen und ja, wieder eine andere Location. Ihr wisst ja, ich ziehe gerade mit dem Büro um. Der Maler ist da und so suche ich mir jeden Tag ein anderes stilles Fleckchen, wo ich in Ruhe für uns unseren Tagesimpuls aufnehmen kann. Und meine Assistentinnen, die nehme ich natürlich immer mit, die werden sich wundern, dass sie jetzt von Raum zu Raum gehen, aber oh, was für Wunderwesen mit einem bezaubernden Hyazinthenduft. Ich weiß nicht, ob ihr Hyazinthen auch so liebt, aber der Frühling ist für mich sowieso die Zeit der Wunder schlechthin. Also Wunder, wie wir sie im normalen Sinne verstehen. Ja, wie alles erwacht aus einer kleinen Blumenzwiebel und dann mit so einer gewaltigen Blüte in die Welt strahlt. Dennoch gibt es Konflikte. Und ich habe in meinen Beratungen und auch jetzt wieder in unserer Community mitbekommen, dass wenn wir wieder anfangen mit unserem Alltag, wenn wir an unseren Arbeitsplatz zurückkehren, dass da doch manche Konflikte immer noch brodeln, vielleicht aus dem alten Jahr oder sogar neue Konflikte entstehen mit den Kolleginnen, Kollegen, mit Menschen, die uns umgeben. Und da habe ich eine wunderschöne Stelle gefunden in einem Kurs in Wundern. Und zwar ist es das Kapitel 15. Und daraus möchte ich dir heute gerne etwas vorlesen. Wenn du in einen Konflikt verwickelt bist, vielleicht sogar auch in der Familie mit Familienmitgliedern, dann helfen dir die folgenden Worte. Ich gebe dich dem Heiligen Geist als Teil von mir. Ich weiß, dass du befreit wirst, wenn ich dich nicht dazu benutzen will, um mich selbst zum Gefangenen zu machen. Im Namen meiner Freiheit wähle ich deine Befreiung, weil ich begreife, dass wir gemeinsam befreit werden. Ich gebe dich dem Heiligen Geist als Teil von mir. Welche Kraft in diesen Worten, und wenn wir uns streiten mit sogenannten anderen Menschen, anderen Körpern, dann sind wir schnell dabei, uns zu verteidigen, ein Abwehrsystem aufzubauen. Und natürlich schon mal präventiv vielleicht auch anzugreifen. Mit Worten, mit verletzenden Sätzen, die beim anderen falsch ankommen. Und so sind wir natürlich komplett im Sandkasten der 3D-Welt gelandet. Und ja, kommen dann irgendwann aus dem Konflikt, aus dem Streit nicht mehr raus. Was können wir tun? In dem Moment, wenn ich begreife, dass mein Licht der Liebe im anderen genauso brennt, wenn ich nicht mehr diesen Körper sehe, diesen Menschen, über den ich mich aufrege, mit dem ich streiten muss, sondern wenn ich sage, ich bin Quelle des Lichts und du bist Quelle des Lichts und der Heilige Geist, der sieht sowieso keine Menschen, der sieht sowieso keine Körper. Der sogenannte Heilige Geist ist das Heilige in jedem. Und wenn ich mich furchtbar streite, mit wem auch immer, dann kann ich tatsächlich diese Angelegenheit dem Heiligen Geist übergeben. Ich muss mich nicht mehr reinsteigern, ich muss mich auch nicht beleidigt zurückziehen, ich muss auch keine Angriffsmodalitäten mir ausdenken, ich brauche auch nicht in ein verärgertes Schweigen zu verfallen oder mit Beleidigungen um mich schlagen, ich darf einfach still sein
meine Gefühle beobachten, meinen Zorn, meine Traurigkeit, meine Enttäuschung und ich darf diese Geschichte des Konflikts, des Streits, der richtig derben Auseinandersetzung dem Heiligen Geist übergeben. Und ich wiederhole die Worte nochmal, die wir dann sprechen können, um die Verbundenheit zu spüren, dass wir in Wahrheit ein Geist sind. Dass es nicht ich und die anderen gibt, dass es Trennung nie gab, sondern dass ein Geist hier in diesem Klassenzimmer in vielen einzelnen Fragmenten seine Hausaufgaben macht. Ich lese euch die Worte dazu nochmal vor, weil sie so wohltuend sind. Ich gebe dich dem Heiligen Geist als Teil von mir. Ich weiß, dass du befreit wirst, wenn ich dich nicht dazu benutzen will, um mich selbst zum Gefangenen zu machen. Solange der andere die Macht über mich hat, mich zu verletzen, mich einzuschüchtern, mich zu beleidigen, mir irgendetwas wegzunehmen, so lang bin ich Gefangene, Gefangener der Situation. Aber unser Streben nach Freiheit ist viel größer. Und deshalb lassen wir den anderen einfach frei. Ich weiß, dass du befreit wirst, wenn ich dich nicht dazu benutzen will, um mich selbst zum Gefangenen zu machen. Wir machen uns also immer selbst zu Gefangenen, indem die anderen die Macht über uns haben. Im Namen meiner Freiheit wähle ich deine Befreiung und ich begreife, dass wir gemeinsam befreit werden. Ein Streit ist immer eine Verbindung zu einem anderen im Sinne der Trennung. Recht haben wollen, stärker sein wollen, Opfertäter sind immer eins. Und jetzt darfst du dich befreien, indem du den anderen Körper in die Obhut des Heiligen Geistes gibst. So wird das Jahr in Freude und in Freiheit beginnen. Viel ist zu tun und wir sind lange aufgehalten worden von unserem Ego. Nimm den heiligen Augenblick an, während dieses Jahr geboren wird, und nimm deinen Platz, der so lange unerfüllt geblieben ist, im großen Erwachen ein. Mach dieses Jahr dadurch zu einem anderen, dass du es ganz zum selben machst und lass all deine Beziehungen für dich heilig gemacht werden. Das ist unser Wille. Amen. Ihr Lieben, genau das machen wir in unseren Ausbildungen, in der Community und natürlich in unseren Satsangs. Wir sind jetzt im Frühjahr im Landgut Burg hier in der Nähe von Stuttgart und wir werden wieder unterwegs sein in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich freue mich schon heute auf die Begegnungen, die wir dort wieder erleben werden. Wir werden in unserem Erwachensprozess frei sein, leicht sein, glückselig sein und die Lebensfreude spüren. Wenn du Lust hast, dann komm dazu in unsere Community, stell mir deine Fragen zur Ausbildung und wage den großen Schritt in die absolute Freiheit. Du wirst sehen, es fühlt sich wundervoll an.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen lichtvollen, einen friedvollen Tag. Und diese Lektion war auf der Seite 328 im Textbuch, Kapitel 15. Alles Liebe für dich!